Ich bin Rosa, ich singe ersten Sopran im Chor, bin seit 5 Jahren im Chor und bin seit Oktober Jungstudentin am Julius-Scherr-Institut. Und mir hilft es, bei hohen Tönen an die Durchlässigkeit im Körper zu denken und trotzdem dabei eine Gegenspannung zu bewahren. Es ist wichtig, an den Saiten beizubleiben, um eben den Raum für den Ton vorzubereiten. Die Spannung sorgt dabei dafür, dass der Ton gut platziert wird, und die Weite dafür, dass der Ton dann auch schwingen kann.